Herzlich willkommen zu Gitter Online. Ich rede heute auch erneut noch einmal über das Update und zwar ist jetzt auch der Termin bekannt. Ganz genau am 15. Dezember 2020 an einem Dienstag wird das neue DLC in Gitter Online verfügbar sein. Es handelt sich um eine Map-Erweiterung, also beziehungsweise um eine Insel, die sich gegenüber vom Strand unten links dann befinden wird. Es gibt auch einen Trailer bei Rockstar Games. Ich werde das Video in die Videobeschreibung packen für die Leute, die den Trailer noch nicht gesehen haben. Also was ich hier herausschauen konnte, handelt es sich eben wie gesagt um diese Insel. Es hat ein U-Boot, man hat ein Flugzeug gesehen, wie auch eine Landebahn ist auf der Map. Und ja, jetzt kommen wir zu dem, was ich darüber denke oder was ich erwarte. Also ich bin mit der Info, dass es eine Map-Erweiterung gibt, sehr positiv eingestellt gewesen, da ich auch überlegt habe, ja, das ist doch cool, und dann kann man da im Online-Modus dann auf die Map gehen und so und alles erkunden. Aber jetzt habe ich mir das Ganze nochmal so überdenkt und bin auf den Entschluss gekommen. Ich mache jetzt auch welche Beispiele. Ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass Arena War damals, konnte man ja auch auf Arena War selber gehen, wo man die Tribüne hatte und so weiter. Und wenn man von dort aus auf die Map geschaut hat, war man ja auch auf dem Meer draußen. Ja, da war auch das so eingezeichnet und alles. Und ja, es gibt ja auch zum Beispiel im Sommer-DLC von der Yacht-Missionen. Dem Kapitän gab es da ja auch eine Mission, wo man auf dem Flugzeugträger gekommen ist, was ja auch ja eigentlich auf der Lobby war quasi, ja. Aber es ist ja doch in der Mission drin und auf Open Lobby ist dieser Flugzeugträger ja nicht zu sehen. Und jetzt gehe ich davon aus, dass man eventuell sich das U-Boot kaufen muss, ja, wie damals Casino oder Basis oder sowas, dass man dann die Heists spielen kann. Und ich denke, dass man die Heists dann über das U-Boot starten wird und dass jeweils die Missionen einzeln immer auf der Insel spielbar sein werden. Dass man also nur grundsätzlich auf der Insel ist, wenn man Missionen macht und nicht so, wie ich gedacht habe, im Online-Modus einfach mit der Laser darüber hinfliegen oder sonst was. Also ich denke es mal so, ich weiß nicht, niemand weiß es, niemand kann es sagen, aber so wie ich Rockstar Games in der Vergangenheit da beobachte, habe, ist es oft so gewesen und ich denke auch, dass es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, dass man im Online-Modus dann zu dieser Insel hin kann. Ob das halt wirklich so ist, kann ich nicht sagen, es ist nur eine Vermutung. Wir werden das ja dann auch bald bestätigt kriegen, wie es dann auch sein wird. Ich bin trotzdem auch immer noch gehypt, aber ich wäre halt gehypter, wenn das halt wirklich vom Online-Modus auch betretbar sein wird, dass man dort PvP spielen kann, neue Orte entdecken, neue Easter Eggs oder sonst irgendwie irgendwelche Sachen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Wird es so sein, wie ich es denke? Wird es normal sein, dass man von Gitter Online aus einfach auf die Insel kann? Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also mir ist das einfach so in den Sinn gekommen. Ja, ich habe darüber nachgedacht und fand es halt ziemlich sehr realistisch, dass das so sein könnte. Wie gesagt, man weiß es erst im Dezember. Und ja, sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende des Videos. Neue Infos werde ich dann im Dezember dann veröffentlichen, sobald wieder was Neues vorhanden ist. Dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Jetzt noch ein riesengroßes Dankeschön an Biertrinker LP, meinem Mann. Wir haben 9.000 erreicht. Wir haben die 9.000 erreicht. Ey, ihr seid Hammer. Alle zusammen, jeder einzelne. Riesendankeschön an Biertrinker LP, an Craft90, an Maurice, an Solotork, an Gamer Gerhard, auch an Mickey Blue ein Dankeschön. Schön, dass ihr mich alle unterstützt und ja, ich finde es echt heftig. Wir haben die 9.000 einfach erreicht und jetzt können wir, ist das Ziel dann näher dieses Jahr, dass ich auf die 10.000 komme. Auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an alle, die mich supporten, alle Zuschauer, alle, die im Stream sind, alle, die mal gespendet haben oder ein Like dagelassen haben oder Kommentare und natürlich abonniert haben. Ich danke euch wirklich allen. Ich kann nicht jeden aufzählen. Ich will einfach nur sagen, danke viel
Mal. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr Interesse habt an meiner Crew oder meiner PSN-Community, steht das in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich werde heute ab 20:30 Uhr streamen. Also wenn ihr Interesse habt, kommt vorbei und dann sehen wir uns im Stream. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao.